Moin Leute und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen kamen keine Folgen. Die Gründe dafür und der Grund, warum hier alles so anders aussieht, warum hier auf einmal eine Schmelze steht, warum hier auf einmal Obsidian abgebaut wird, das alles erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. So, willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ihr erfahrt, warum hier auf einmal alles so ein bisschen anders aussieht nach dem Intro. Und das Ganze werde ich jetzt auch machen. Ich werde euch das Ganze erklären, warum hier alles so anders aussieht. Liegt ganz einfach daran, ich habe wie lang war das? Bestimmt 3-4 Stunden Aufnahmemarathon hinter mich gebracht, indem ich einiges umgebaut habe. Ich habe Quarzglas, erleuchtetes Quarzglas gefarmt wie ein Wilder. Ich habe hier die Felder erweitert, ich habe hier eine Schmelze gebaut, ich habe unten Lava-Generatoren und so weiter und so fort, alles Mögliche gebaut. Und danach konnte ich die Aufnahmen wegwerfen. Denn das alles wurde ohne Sound aufgenommen. Was mich persönlich sehr geärgert hat, ich habe hier gesagt, wie gesagt, die Felder ein bisschen erweitert, damit man hier mehr anbauen kann. Hier wollte ich jetzt eigentlich auch noch ein bisschen erweitern, damit wir dann hier unser Hühnerhaus hinmachen können für den Chicken Mod. Entschuldigung, ich muss aufstoßen, Kaffee kommt mir hoch. Das ist der ganze Grund, warum hier jetzt alles so anders aussieht. Das Problem war einfach, wenn hier auch nur eine Fackel weggemacht wurde, sind hier ständig Monster gespawnt. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier oben erleuchtetes Quarzglas hinzusetzen. Genauso hier, als ich hier ausgebaut habe, die Felder, sind mir auch ständig neue Monster gespawnt. Weil hier unten drunter, ich kann es kurz zeigen, ist Holz. Damit das Wasser nicht runterplatscht. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hätte euch gern alles gezeigt, aber ich musste die Aufnahmen wirklich wegwerfen. Das ging ohne Sound überhaupt nicht. Nachvertonen bin ich nicht für. Sieht gut aus. So, muss ich mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen mehr Fisch hinbekomme. 8 Fisch. Fuck. Wie komme ich denn an Fisch ohne den Autoangler? Ich will euch mal die Neuerungen zeigen. Also wie gesagt, hier vorne. Ich weiß gar nicht, hatten wir das hier schon beim letzten Mal? Ich habe hier ein kleines Feld 3x3 gemacht, wo Wassermelonen angebaut werden. Hier lasse ich gerade Kartoffeln und Weizen wachsen. Weizen wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Hier haben wir Zuckerrohr für unsere Punji-Sticks, die hier drin verarbeitet sind und hier drin verarbeitet sind. Ich habe endlich eine Vakuumtruhe bauen können. Das heißt, ich habe endlich einen Enderman fangen können, wo ich dann eine Enderperle bekommen habe. Die Enderperle habe ich mit einem Eisenbarren zum dynamischen Barren, eingeschmolzen. Daraus habe ich mir dann einen dynamischen Kristall gemacht. Mit dem dynamischen Kristall, einer Truhe und viel Eisen. Danke, lieber Zombie. Kann man sich dann hier die Vakuumtruhe bauen? Die habe ich dann verbunden mit einer Itemleitung von einer IO. Und oh Gott. Wir kriegen viel zu viel Loot. Obwohl, es gibt nicht zu viel Loot. Es gibt nicht zu viel Loot. So, ich habe übrigens auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Das war übrigens auch der Hauptgrund, warum der Ton nicht aufgenommen wurde. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit meinem Headset-Mikrofon, mit meinem Großmembraner. Ich bin da nicht so ganz 100% zufrieden. Das haben die Leute im Stream schon öfters mal ein bisschen angemerkt, dass da der Ton nicht so ganz der... Der Beste ist. Danke. Alter, ich glaube, ich muss da unten wirklich... warum eigentlich nicht? Ich könnte hier unten eigentlich... Kolben hinsetzen und könnte die Monsterfalle dann an- und ausschalten.
In einer der letzten Aufnahmen habe ich noch gesagt, es wird wohl Zeit, dass wir demnächst dann ein Nether-Portal bauen, damit wir in Nether kommen und damit wir an Lohnrouten rankommen. Mit den Lohnrouten wollte ich dann eine Endertruhe bauen. Die Endertruhe wird dann... Moment, das kann ich auch zeigen. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen umgebaut. Kann ich dann nach hier hinten stellen, kann es hier mit diesem Drawer-Controllern verbinden, mit den zwei Stück. Und dann werden nämlich die Items der Monster automatisch einsortiert. So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Andere Alternative wäre, dass ich ganz viele Leitungen baue, Itemleitungen, und das Ganze dann automatisch nach hier drüben verlegen lasse. Aber nee, das machen wir dann doch nicht da. Du explodierst mir nicht. Creeper, ich bin hier. Hey. Und den Kleinen muss man leider noch per Hand töten. Obwohl, es müsste doch auch gehen. Doppelpunkt, das ich. Und glaubt mir, für dieses ganze Quarzglas, ich habe ordentlich farmen müssen. Wo haben wir denn da? Nee, das ist Zuckerrohr. Wo haben wir denn die Punji Sticks? Habe ich die noch im Inventar? Nein. Ich weiß gar nicht, war das in der Aufnahme mit drin oder war das nicht in der Aufnahme mit drin? Ich habe mir hier ein Diamond Backpack gebaut. Dazu braucht man 4 Leder, 4 Wolle und eine Truhe. Und dann kann man das Ganze erst mit Eisen, dann mit Gold und dann mit Diamond erweitern. Jetzt bloß die Frage, wo habe ich die Punji Sticks hin? Gucken wir mal hier in der Truhe. Nö. Hier in der Truhe? Nö. Wie man hier sieht, ich habe versucht, noch ein paar Solarmodule abzugraden. Da oben sind jetzt 8, glaub Stufe 3 oder Stufe 4 Solarmodule. Das heißt, wir bekommen hier auch relativ schnell Gravel geliefert. 51 Double Compressed Gravel. Der hier, der macht nichts anderes wie Bruchsteins Gravel verarbeiten. Wir bekommen noch Sand mit raus und wir bekommen Flint mit raus. Das ist relativ okay, wie ich finde. So, jetzt haben wir aber das Problem, wo sind die Punji Sticks? Ich sehe die nämlich nicht. Doch, jetzt. 2 Stück. Die dann da vorne ans Eck gestellt werden. Unten auf dem Boden. Somit müssten dann sämtliche Monster getötet werden. 1, 2. So, die Frage ist echt, lege ich echt eine Leitung nach da drüben? Da brauche ich aber tonnenweise Kabel. Das wird schwierig. Ach Gott, ich habe was vergessen. Kleinen Moment. Ja, die Aufnahme geht jetzt seit 10 Minuten. Ich nehme nämlich gerade mit Shadowplay auf. Hat den Vorteil, dass dort die Daten gleich richtig konvertiert werden. Entschuldigung. Ich muss jetzt erst noch lernen, mit Shadowplay umzugehen. Enderperlen, wie viel haben wir? Wir haben 7 Block. Oh Gott. Können wir rein theoretisch wirklich machen. Wir können wirklich nach hier drüben legen. Das wird dann zwar eine scheiß Arbeit, aber naja, was macht man nicht alles? Nur Legierung, genau. So, dann lassen wir das Ganze jetzt mal durchbraten. Was hat sich noch verändert? Hier die Squid Farm für Inksacks ist jetzt halbautomatisch. Das heißt, die fallen hier immer noch runter. In der Regel sterben sie auch relativ schnell, außer der jetzt.
Da stirbt er. Und die Inksacks werden hier eingesammelt. Das Einzige, was noch nicht eingesammelt wird, sind die Lootbags. Und ich muss mal gucken. Oh, 5 Stück. Okay. Und wir können uns 2 Epic. Ja, komm, machen wir mal ein Epic Lootbag auf. Mal gucken, was wir kriegen. Wir bekommen 4 Pizzen und einen Helm. Wir haben im Moment nur den. Nehmen wir den dazu. So, Essen habe ich nach hier hinten sortiert, in die Nähe der Öfen. Pizza. Pizza ist auch mal wieder eine geile Idee. Wenn ich jetzt sagen würde, Pizza hatten wir so selten, würde ich lügen. Pizza gibt's bei uns nicht selten. Hauptsächlich dank mir. So, wie man sieht, hier wird eigentlich alles schön hell. Ich gehe kurz schlafen, damit wir wieder Tag haben. Jetzt zeige ich euch noch das untere Stockwerk. Das ist eigentlich nichts Großartiges. Da habe ich nur Lava-Produktion gemacht, und zwar hier. Das war auch in einer der letzten Aufnahmen, wo ich das hier fertig gebaut habe, weil ich dringend Lava brauche. Hier habe ich noch eine Reinforced Large Drum mit 4 Millionen MB Millibucket Platz. So heißt es richtig. 4 Millionen Millibucket Platz. Hier können wir uns Obsidian herstellen lassen. Hier könnten wir rein theoretisch uns Endstein herstellen lassen und könnten versuchen, aus Endstein irgendwas zu machen. Vielleicht ein Ender Lily Seed. Muss mal gucken. Wie viel Glowstone haben wir? Ach, mehr als genug. Mehr als hier noch. Da können wir uns jetzt hier ein bisschen Endstein machen. Ich werde auch demnächst dann anfangen, unten eine automatische Produktion von Rohstoffen zu machen, damit wir nicht mehr alles per Hand zerdeppern müssen. So, ich mache mir mal ein Stack. Gut. So, dann hatten wir, glaube ich, noch irgendwo einen Autohammer über. Hier nicht. Aber hier. Setze ich den da oben dran? Ich glaube, ja. Den können wir rein theoretisch hier ransetzen. Und zwar hier. Deaktiviert, genau. So, der kriegt Saft. Und dann kann der mir jetzt mal hier den Stack durchschimmern. Wie gesagt, diese Solarpaneele da oben, die müssten eigentlich mehr als genug RF produzieren. Sind sogar Solarmodul 4, die ich gebaut habe. Und glaubt mir, es war scheiße, die zu bauen. Es hat ohne Ende Lapis gekostet. Nee, Quatsch. Lapis habe ich mir aufgehoben. So rum. Was waren? Doch, Lapis brauchte ich. Wir machen den zweiten auch noch auf. Naja, dafür, dass die Epic sein sollen, sind sie aber ganz schön scheiße. So, dann können wir jetzt... Hier, ich habe schon 3 verschiedene Arten Schleimbäumchen. Wie weit sind wir denn? 8 Stück. Gut. Ja, das nächste, was jetzt ansteht, wäre, dass ich mir hier nochmal so eine Reihe Magmatic Generators baue. Es wird dann aber auf die nächste Folge verlegt. Und dann wird unten eine halbautomatische oder eine vollautomatische Rohstoffsammlerproduktion erstellt. So, das haben wir noch. Können wir noch wegräumen. Gut,
Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, da würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Wenn ihr da unten seid, könnt ihr auch gerne mal auf Abonnieren drücken. Da bin ich auch nicht sauer drum. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bye-bye und tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.